Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 17.07.2020, damit auch den kleinen Verfallstag im Juli. Dem Verfall spreche ich allerdings nicht viel Bedeutung zu, da war jetzt auch immer mal ein bisschen die Frage gewesen, ja und hier und die wichtigen Marken und 13.000 und 12.500, da liegen da überall große Positionen, welche von beiden wird denn erreicht und so weiter. Das hatten wir heute auch mal im Chat, da hat jemand nachgefragt. Bei uns auf der Seite habe ich auch gesagt, dass ich grundsätzlich da nicht mehr nachschaue, weil das einfach zu oft auch nicht klappt, ne? Also mit den Verfallen, dann, da hat man immer so ein Ziel dann vor Auge, denkt danach, das eine muss kommen und dann handelt man nicht mehr das, was man sieht, handelt nur noch auf die eine Marke hin und im Endeffekt wird man da mehr bestraft, verliert dann mehr. Deswegen gehe ich da nicht mehr großartig drauf ein. Denke, damit hilft man einfach besser, wenn man aktiv auf den Markt guckt. So, aktiv auf den Markt gucken heißt aber auch ein bisschen wahrnehmen, dass das ein bisschen wackelig wird langsam halt, ne? Also im DAX sieht es gar nicht so wackelig aus, aber die Amerikaner, die wackeln halt doch ein bisschen. Und unser DAX, ja, sieht so cool und spielerisch aus, aber erfahrungsgemäß wissen wir, dass er einer von den eher schwächeren Indizes ist halt, ne? Das heißt, umso länger er da versucht, einen stärkeren Eindruck zu machen, umso stärker wird natürlich dann auch irgendwann die Quittung, die dann kommen kann, wenn der Plan eben nicht aufgeht. Wenn die Amerikaner dann irgendwann nach unten verschwinden und der DAX hinterher muss, kriegt er mal ganz schön Probleme, hinterher noch zu kommen noch. Und verausgabt sich dann manchmal auch ein bisschen. Also, das muss man ein bisschen im Blick behalten. Rein von dem, was wir jetzt gestern gesagt haben, muss ich sagen, ist jetzt erstmal nicht großartig eine Tragödie hier geworden. Was haben wir gestern gesagt? Wir haben gestern gesagt, dass wir da erstmal damit rechnen, dass Sonntag, sag ich schon, dass Donnerstag stark zur Seite tendieren. Ne? Also, dass er wahrscheinlich sich einfach nach unserer Donnerstagsregel zwischen den Punkten hin und her bewegt. Wir hatten vermutet, dass es die 12,77 und die 13,15 wird. Da die Punkte ja immer erst am Morgen ermittelt werden können. Am Morgen haben wir dann auch im Update rumgeschickt, dass zu den Punkten zählt die 12,18 und die 12,915. Und wenn man dann mal schaut, was er eigentlich den ganzen Tag gemacht hat, ist es genau zwischen 12,18 und 12,915. Für mehr hat es nicht gereicht. Es hätte noch eine dritte Marke gegeben für den Donnerstag. Die ist hier nicht angekommen. Wir haben auch gesagt, dass man durchaus nach so einer grünen Tageskerze am Band sogar auch, also mit Blick auf den Tageschart haben wir gesagt, dass man dann sogar am nächsten Tag halt auch long reingehen kann, sogar, ne? Mit Stopp unterm Tief und vom Vortag einfach long rein. Und dann quasi an der Bewegung partizipiert aus dem Band raus. Ich denke, das hat nicht viel Spaß gemacht, aber wer früh long reingegangen ist mit Stop-Loss unter dem Vortagestief, das war, hoch, ich bin im falschen Timeframe abgestorben, nicht verwundern. Wo sind wir reingekommen? Wir sind reingekommen bei 12,840. Das wäre dann 12,77. Wer hätte das Stop liegen müssen? Hat einem zumindest jetzt auch nicht unbedingt um Kopf und Kragen gebracht halt, ne? Auch wenn es nach oben nicht viel Spaß gemacht hat, weil da nicht viel passiert ist. Aber jetzt, was machen wir jetzt da draus? Ne? Also geht ja nicht darum, jetzt hier irgendwie was zu feiern, was hier gestern war oder was wir gesagt haben. Was ich bloß sagen wollte, er hat jetzt gemacht, was wir erwartet haben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen müssen, oh, was hat der DAX jetzt hier gemacht? Puh, was machen wir da jetzt mit? Nee, eigentlich hat er das gemacht, was wir erwartet haben. Bisschen träger sogar, muss ich sagen. Also da wären ein bisschen mehr Bewegung auch auf der Oberseite drin gewesen. Und deswegen auch dieser Hinweis eben mit dem Wackeln. Ich denke, es kommt ein bisschen aus Übersee, wenn da drüben so ein bisschen Schwäche so durch die Adern kraucht. Ne? Auch wenn man da so die eine oder andere Wochenkerze mal anguckt, das sieht schon ein bisschen wackelig aus. Halt. Also auch für die nächste Woche. Da müsste zum Freitag jetzt schon nochmal ein ordentlicher Wind reinkommen in die andere Richtung. Sonst glaube ich, dass die Wochenkerze einfach so prägnant ist, dass viele davon ausgehen werden, dass die nächste Woche halt dann auch rot wird. Und dann kann es schon sein, dass sie sich jetzt schon am Freitag anfangen, mit Absicherungsgeschäften hier irgendwie Gewinne rauszunehmen. Ne? Weil sie sagen dann lieber jetzt als nächste Woche. Wer weiß, wie ein Gap kommt oder was auch immer. Ja, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Den Trigger hier unten, den sollte man daher mit ein bisschen mehr Achtung versehen. Können ihn auch leicht noch ranziehen. Dann sollte unser DAX zum Donnerstag, nee, zum Freitag jetzt hier einen Abflug machen. Uns unter die 11,850 abhauen, unter die 11,810 abhauen, sollte man dann damit rechnen, dass wir nochmal auf die 6,40 zusteuern können. Von dort wäre nochmal eine kleine Erholung möglich. Und dann ab die Post. Denken Sie daran, das war letzte Woche Freitag
Ich hoffe, das ist dem einen oder anderen noch eine Erinnerung. Na? Das heißt, auch hier gilt es natürlich jetzt wieder zum Freitag. Es wird sie jetzt kaum überraschen. Obwohl es meistens doch die meisten überraschen, weil letztendlich erzähle ich ja jede Woche das Gleiche. Es merkt sich bloß keiner, weil es viel bequemer ist, sich das immer wieder neu erzählen zu lassen. Sollte der DAX schwach reinkommen, mal so als Beispiel reingehauen, 8,50. Sollte der um 8,50 eröffnen. Oder vielleicht sogar 800, also zwischen 800 und 8,50, sagen wir mal, wäre jetzt okay. Und sich stark nach oben wieder eindrehen. Muss man auch diese Woche davon ausgehen, dass der Freitag komplett wieder bis nach oben durchlaufen kann. Ne? Also, das sollte man im Blick haben. Und Ziel wäre dann auch wieder hier die 13.15 und darüber dann eben 13.200. Also, wenn Schwäche kommt und der Markt sie nicht bedient, ne, das passt wunderbar zu dem, was wir gerade erzählt haben. Nächste Woche rote Wochenkerze, wahrscheinlich. Wir erwarten Gewinnmitnahmen. Und wenn der Markt schwach eröffnet, was ja dann für diese Gewinnmitnahmen spricht, der Markt aber gar nicht mit Gewinnmitnahmen darauf reagiert, sondern kauft, dann ist das genau das, was letzte Woche passiert ist. Und dann kann das eben auch wieder unseren DAX gut nach oben raustragen. Deswegen sollte man aufpassen, wenn wir ein frühes Tief bekommen im DAX. Und wir nach oben auftreten. Das ist wichtig. Nur runterstarten ist kein Argument dafür, dass er bis oben durchrennen muss. Ja, also nur weil er schwach reinstartet, heißt das nicht long rein und bis zum Brechreiz nach oben aussitzen. Nee, der muss halt auch wirklich richtig anfangen. Der muss nach oben schieben. Der muss tief starten und sie müssen sehen, da kommt Geld rein. Ja, da kommt Geld rein und keins raus. So, startet der nur tief und drückt runter. Und zeigt sich lethargisch, ruhig, langweilig und drückt wieder weiter runter. Macht wieder nur langsam zur Seite und drückt wieder runter. Dann rechnen Sie mal mit 6,40. Ja, also zum Einordnen. Ansonsten starten wir oberhalb von 12,920, 12,900, legen ein scharfes Open hin nach oben. Über die 12.900, über die 12.920, vielleicht, dazu muss er nicht darüber starten, kann er sogar einen Abwärtskipp machen, aber dann eben 8 Uhr, 9 Uhr schnell hochziehen, sind auch dann Anschlussbewegungen bis 13.500, 13.200 möglich. Ja, man muss ihm, man darf ihm jetzt, das wirkt ein bisschen, dadurch, dass es so träge war, es wirkt sehr shortig. Aber man muss halt auch anfangen, nach unten zu drücken. Jetzt, wenn er aus der Situation einfach jetzt weiter steigt und er unverändert öffnet und nach oben treibt, müssen Sie aufpassen, dass Sie den nicht zu schlecht bewerten und nicht sagen, na, der fällt doch eh jetzt oder sowas. Oder die Amerikaner fallen, deswegen muss der DAX, nee, der kann auch weiter steigen halt, ne? Deswegen schön aufpassen, hier oben im Bereich wirklich 29, ich würde dort Platz geben bis 13.015. Und auch 13.200. Es wäre nicht der erste Freitag, der die Leute überrumpelt und hinten raus auspeitscht. Ja, erinnern Sie sich an letzte Woche, da war es auf Ansage. Ja. Ich hätte hier jetzt auch eher ein bisschen Bedenken auf der Unterseite. Möchte aber die Schwäche sehen. Ich möchte, dass der ruhig bleibt. Ich möchte, dass der schön drückt nach unten und hoch zu nicht powert. Dann kann man da auch mal einen Short drauflegen, sogar auch wenn er schwach reinstartet. Ideal wäre natürlich, wenn er das Gleiche, was er jetzt zum Donnerstag macht, über den Vormittag macht, so ruhig hin und her hampelt und dann zum Nachmittag anfängt zu kippen. Dann hätten sie sogar noch mehr Wahrscheinlichkeit, dass er hinten ein bisschen raus sich bewegen kann. Ne? 6,95, 7,10 wäre Ziel Nummer 1 und die 6,40. Okay, das soweit die Analyse für den Freitag. Tagesschart können wir noch reingucken, aber das sieht jetzt hier auch nicht negativ aus. Also, es wirkt negativ. Der kam mir doch bestimmt auch so vor. Da kam einem total negativ vor. Wo guckst du die Katze an? Also, die gibt ihnen kein Recht. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Der Markt negativ wirkt, alle Leute short denken, er das aber nicht bestätigt und nicht zeigt, dann ist eher immer ein Argument, dann doch vielleicht einfach mal einen Long reinzulegen und zu sagen: Okay, dann. Stopp dahin, fertig ist. Mal gucken, was passiert. Meistens laufen die dann richtig gut an. Ja, gut. Also wir passen schön auf, wie wir reinkommen, wo er sich zuerst hinarbeitet, welche Niveaus er umkämpft. Es riecht ein bisschen nach einem Abwärtskick.
Es muss keins kommen, und wenn kein kommt, wenn keins kommt, wenn der hochdrückt, über 11,910, 11,920, ich würd mal laufen lassen halt, ne? Also, warum nicht, ne? Das ist ein intakter Aufwärtstrend, wir haben höhere Hochs, wir haben höhere Tiefs. Wenn anfängt zu treiben, dann kommen auch wieder neue Hochs, 13,15 und vielleicht sogar schon 13,200, 13,300. Ne? Sollte aber nach unten treiben, sich das genau angucken, was passiert hier zwischen 8,50 und 8,10, und alles, was tiefer geht, ist tatsächlich dann eher schon shortig angehaucht. Ne? Insbesondere, wenn da Schwäche reinkommt. Mehr kann ich nicht sagen. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen, drücke Ihnen den Daumen, dass wir es rausgezogen kriegen. Dürften sich ja vielleicht die einen oder anderen doch noch ein bisschen. Naja, wobei, so viel ist jetzt nicht passiert, ne? 9,15 waren wir gestern, 9,5 sind wir heute. Trotz Abwärtsgap, alles eigentlich gut gefangen, ne? Deswegen passen Sie auf. Also der muss nach unten strahlen, der muss drücken. Der muss nach unten drücken und er muss vorwärts kommen. Ja, wenn der komplett umgedreht wird wie letzte Woche Freitag, wird das nichts. Dann können Sie eigentlich gleich sagen, komm, lass sein, das Ding. Abflug. Gut. Na dann, ich mach aus, mehr kann ich nicht sagen. Tschö, viel Spaß.